Ich sag's Ihnen, diese soziale Distanz macht mich fertig. Ich weiß nicht mal mehr, wie man sich heute noch grüßen darf. Der Händedruck ist unhygienisch, der deutsche Gruß ist inkorrekt und der Pussy Grab ist beides. Die Menschen werden immer zimperlicher. Sobald ich in ein Café gehe, höre ich schon von überall, da wird neben mir geraucht, da wird neben mir gestillt und da reicht's mir, da nehme ich meine Zigaretten und mein Kind und gehe. Ich habe vor kurzem auch den schlimmen Fehler begangen zu fragen, wo kommst du denn her? Ha, sofort Geschrei. Das ist Rassismus, das ist Rassismus. Nein, Entschuldigung, das werde ich wohl noch fragen dürfen. Zumindest meinem Mann, wenn er um 4 Uhr morgens heimkommt. Er sagt zwar, er war bei Prostituierten, aber ich weiß, dass er lügt. Ja, keiner spricht mehr mit dem anderen, sei es aus Achtung oder Verachtung. Man soll nicht mit Nazis reden. Und ja klar soll man das nicht, aber ich tue mir auch schwer, den Opa gar nicht anzurufen. Jetzt melde ich mich eben nur 2-mal im Jahr, an seinem Geburtstag und am Geburtstag vom Opa. Ja. Als wäre nicht alles schlimm genug, oder? Wie viele haben durch Corona ihre Familien und Freunde verloren? Nicht, weil sie tot sind, sondern nur anderer Meinung. Sicher sind auch manche tot, aber das ist kein Trennungsgrund. Zumindest kein so triftiger wie Bill Gates. Der Mann hat mehr Ehen zerstört als ich, ja, ohne mit irgendwem zu schlafen. Mein Mann und ich, wir trennen uns jetzt auch, ja, wegen dieser Impfung. Also wir sind beide dagegen, aber aus ganz anderen Gründen. Er glaubt, dass er davon drauf geht. Ich, dass ich drauf hängen bleib. Ja, wir haben in der Quarantäne gemerkt, wir sind einfach zu verschieden. Ich mag Männer, er mag Frauen. Wie soll das funktionieren? Klar, Gegensätze ziehen sich an, aber mir ist das zu queer. Wenn ein Mann mit einer Frau, was kommt als nächstes? Schwarz und weiß? Nein, nein, nein. Gleiches zu Gleichem. Schluss mit diesem Regenbogen. Ich treibe es nur mehr mit Heteroweibern. Ja, in einer Partnerschaft muss man dieselbe Meinung haben. Am besten auch dieselbe Mutter. Alter Habsburger-Trick. Und siehe da, das waren keine aggressiven Hitzköpfe, sondern sanfte Wasserköpfe. Denen war nicht das Streiten zu blöd, sondern sie waren zum Streiten zu blöd. Und das können wir auch schaffen.